Ich möchte mich einmal vorstellen und Ihnen herzliche Grüße aus Krefeld übersenden. Mein Name ist Jörg Schmitz und ich bin heute Ihr Seminarleiter, führe Sie durch das Message-System von Afterby durch. Neben mir sitzt der Herr Strauß. Der Herr Strauß arbeitet mit mir zusammen im Sales-Team. Wir beide waren sehr lange Jahre im Kundensupport tätig, haben dort Kundenfragen beantwortet, sind jetzt im Sales, machen auch Vertrieb mit und werden dann heute Sie durch das MSG führen und Herr Strauß wird dann im Chat Ihre Fragen beantworten, während ich dann hier Ihre Einstellungen zeige. Wir werden uns jetzt in den Afterby-Account einmal einloggen. So, und dort finden wir uns wieder im Management Center. Für die Kunden, die bereits mit Afterby arbeiten und auch das Message-System im Betrieb haben, werden heute viele Sachen bekannt vorkommen. Einige Tipps und Kniffe werden wir dann natürlich auch finden, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Für die Kunden, die das System noch nicht kennen, werden Sie heute unser Nachrichtensystem kennenlernen, mit dem Sie die Kundenkommunikation vereinfachen können und mit dem Sie viel Zeit und Ersparnis im täglichen Arbeiten aufbringen können. Sie können also wirklich mit unserem System Ihre ganze Kommunikation auf einen Punkt bringen, können auch mit verschiedensten Benutzern arbeiten und können auch die verschiedensten Bereiche abdecken. Wenn Sie in Afterby eingeloggt sind, gibt es zwei Wege, um in unser System, in unser Message-System einzusteigen. Einmal haben wir hier oben die schwarze Navigationsleiste und dort gibt es den Punkt Tools. Hier finden Sie das MSG. Und wenn wir hier draufklicken, würden wir uns dann auch direkt in das MSG einloggen. Wenn wir uns aber dann ins Management Center begeben und etwas weiter nach unten gehen auf der Seite, finden Sie unter unserer eBay SEO Toolbox das MSG von Afterby. Hier sehen Sie ein Widget und Sie sehen auch schon mal ein paar Basisinformationen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel schon mal, dass von eBay eine Nachricht eingegangen ist, dass wir eine Nachricht im Info-Ordner haben und dass jetzt auch zwei Tickets im Papierkorb liegen. Wir klicken jetzt einmal auf den Punkt Vorgänge gesamt und befinden uns jetzt in unserem Message-System. Wenn wir auf Vorgänge gesamt drücken, kommen wir in die Gesamtübersicht. Dort sehen wir alle Tickets, die wir bis jetzt bearbeitet haben, die noch offen sind oder vielleicht auch wieder eröffnet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde Ihnen schreibt, Sie antworten und der Kunde schreibt noch was zurück, dann hat das Ticket einen wiedereröffneten Status. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz in die Ordnerübersicht. Hier sehen wir einen eBay-Ordner, einen Info-Ordner und den Papierkorb. Sie haben natürlich die Möglichkeit, später in Afterby verschiedenste Ordner anzulegen. Wenn Sie zum Beispiel eine Schadensregulierung haben oder Sie haben zum Beispiel noch andere Sektionen, dann können Sie verschiedenste Ordner anlegen, Mitarbeiter dann auch bestücken und können dann so in Afterby Ihre ganze Kommunikation abarbeiten. Wenn ich jetzt hier auf einen Ordner draufdrücke, komme ich auch direkt in die einzelnen Nachrichten rein. Wir machen das jetzt zum Beispiel mal mit einem eBay-Vorgang. Wir haben jetzt hier unseren eBay-Ordner offen. Wir sehen das Ticket, das uns von einem eBay-Kunden oder von einem eBay-Käufer gesendet wurde. Hier links unten sehen wir ein Afterby-Logo. Über dieses Afterby-Logo können wir direkt auch in den Kauf in Afterby uns einloggen. Das heißt, wir kommen dann also direkt in die Verkaufsübersicht von Afterby. Wir können das Ticket auch löschen. Beziehungsweise, wenn Sie mit mehreren Benutzern arbeiten, können Sie das Ticket hier übernehmen und dann haben Sie auch den, oder sind Sie in der individuellen Bearbeitung des Tickets. Ich mache das einfach mal. Und jetzt ist das mein Ticket und ich bearbeite das und das kann jetzt auch kein anderer übernehmen. Das ist also damit gesaved und ich bin dann jetzt der Bearbeiter dieses Tickets. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit später, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie sind in der Kundenkommunikation und kommen an irgendeiner Stelle nicht weiter und haben jetzt vielleicht einen Kollegen, der Ihnen weiterhelfen kann, dann können Sie dieses Ticket auch zum Beispiel an andere übergeben. Ja? Dann können Sie zum Beispiel hier den nächsten Bearbeiter aussuchen und können dann das Ganze hier unten abspeichern und dann bekommt der andere Mitarbeiter das Ticket überstellt und kann dann auch mit Ihnen in Kommunikation treten. Sie haben hier oben die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion dann auch dem Kollegen eine Nachricht mitzugeben,
wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sich beschwert, dass der Artikel kaputt ist, könnten Sie jetzt schreiben, bitte prüft das doch mal und überprüft das, gibt das Ticket wieder auf Sie zurück und sagt, ja, okay, die Ware ist defekt ausgeliefert worden, kannst du dem Kunden schreiben, wir geben eine Gutschrift. Also Sie können dann untereinander die Kommunikation dann auch betreiben. Das Gute ist, wenn wir jetzt in diesem Ticket drin sind, wir sehen oben den gekauften Artikel. Das heißt also, hier ist die Information, was wurde gekauft. Wir haben die Versandadresse und können also so sehen, das ist ein Vorgang, der in dem Afterbuy-Account hinterlegt ist. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ganz kurz in den Afterbuy-Account reingehen, hier in unsere Verkaufsübersicht, dann sehen wir, gibt es drei Verkäufe und ein Verkauf hat so ein kleines Briefsymbol. Damit wissen Sie auch, dass eine Nachricht von einem eBay-Käufer an Afterbuy übermittelt wurde. Und dann können Sie auch direkt auf dieses Briefsymbol drücken und kommen dann auch schon wieder in diesen Ticketvorgang rein. Ja, das funktioniert also prima in beide Richtungen, dass Sie einmal von dem Nachrichtensystem zu Afterbuy kommen und umgekehrt natürlich auch dann direkt zu der Nachricht. Ja, so. Wir haben also hier die ganzen Basisinformationen, eine Kommentarfunktion und so. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Nachrichten schreiben oder Sie haben auch eine E-Mail-Weiterleitung eingerichtet, da kommen wir dann etwas später drauf, dann können Sie natürlich auch, wie Sie es von jedem E-Mail-System können, kennen, die Nachrichten in CC, BCC senden. Und wir haben die Möglichkeit, es gibt ja so bestimmte Kundenanfragen, die kommen immer wieder. Zum Beispiel jetzt in diesem klassischen Fall, wo die Bestellung bleibt. Wenn Sie natürlich wollen Sie darauf nicht immer jedes Mal auch schreiben oder jedes Mal wieder den Text neu verfassen, dann bietet Afterbuy auch die Möglichkeit, sogenannte Vorlagen anzulegen. Wir haben jetzt mal hier ein paar Standardvorlagen zum Beispiel auch angelegt. Das schauen wir uns dann gleich auch an. Und wenn Sie diese Standardvorlagen auswählen, dann haben Sie zum Beispiel hier, wird der Text eingefügt und das Ganze wird dann dem Kunden gesendet. Wenn Sie unten nur auf Speichern drücken, ist es dann so, dass das Ticket an den Kunden gesendet wird, aber es wird nicht abgeschlossen. Das heißt, der Status des Tickets bleibt immer noch der gleiche. Wenn Sie dann sagen, Ticket abschließen und speichern, dann wird das Ticket auch abgeschlossen, auf erledigt gesetzt und wäre dann auch erstmal in der täglichen Bearbeitung raus. Unten sehen Sie dann hier, gibt es den Text. Wenn Sie mal einen Kommentar eingefügt haben, ist auch der Kommentar drin. Beziehungsweise wenn Sie mit einem Kollegen über das MSG kommunizieren, haben Sie dann auch natürlich die Möglichkeit, dann auch nochmal nachzulesen, was ist denn überhaupt alles mit den ganzen Sachen passiert. Das Ganze funktioniert also auch nicht nur für eBay. Bei eBay ist es so, das geht dann über eine Schnittstelle, über unsere API. Das heißt, die Daten werden jetzt ohne eine Weiterleitung gesendet, sondern wenn der Kunde jetzt über eBay hingeht und ihn eine Frage stellt oder einen Artikel gekauft und stellt dann die Frage, wird es in Afterbuy dann automatisch dann auch auf den Verkauf dann festgelegt. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine allgemeine Frage ist, dann taucht es natürlich als normales Ticket auf. Weiterhin haben wir auch hier, wenn wir jetzt mal hier oben schauen, die E-Mail-Funktion. Das heißt, Sie können natürlich auch jederzeit über unser Nachrichtensystem E-Mails dann auch raussenden. Wenn Sie jetzt einen Kunden anschreiben möchten, dann geben Sie einfach wie in jedem anderen E-Mail-System auch die Adresse an. Sie können Dateien anhängen und können das Ganze dann halt auch wirklich so betreiben, dass Sie nicht nochmal extra einen eigenen E-Mail-Account brauchen, sondern Sie können das alles zentral wunderbar über Afterbuy abwickeln. Wir gehen jetzt nochmal hier in die Ordnerübersicht und sehen, das wäre jetzt zum Beispiel unsere Infoadresse, wo der Kunde hinschreiben kann. Und hier sehen wir dann auch, sieht es genauso wie bei eBay aus, nur dass hier diese Tickets über eine E-Mail-Weiterleitung hereinkommen. Das erkläre ich Ihnen jetzt gleich noch. Ein schneller Weg, um die Tickets anzeigen zu lassen, die Sie persönlich bearbeiten, finden wir hier über den Punkt Zeige meine Tickets. Hier werden dann die Tickets, die Sie bearbeiten, angezeigt. Dann haben wir auch noch die Ticket History. Da können Sie sehen, was hat denn ein Mitarbeiter wann mit einem Ticket gemacht. Hier sehen wir zum Beispiel am 14.02. und am 31.01. Wurden Tickets in den Papierkorb geschoben. Also wenn Sie dann irgendwann mal gucken, ist ein Ticket verschwunden oder was ist denn irgendwann mal mit dem Vorgang gemacht worden, haben Sie hier eine prima Übersicht, können da nachgucken und damit dann auch jederzeit sehen, was ist denn überhaupt mit den Tickets passiert. Weiterhin haben wir einen Ticket-Export. Das heißt, Sie können sich also alle Nachrichten, die Sie in unserem Message-System empfangen, auch exportieren als CSV-Datei. Diese Datei enthält dann auch die komplette Nachricht, die Absenderadresse
Und Sie können, wie Sie das aus Afterbuy gewohnt sind, natürlich auch eine Menge Einstellungen machen, wenn Sie nur einen bestimmten Typ von Nachrichten exportieren wollen. Ja, also Sie haben zum Beispiel hier oben die Möglichkeit, das Ganze nach einem Datum festzulegen. Dann können Sie auch sagen, ich möchte zum Beispiel nur neue Tickets exportieren oder die wartenden. Man kann nach bestimmten Bearbeitern das Ganze festlegen. Man kann auch nach Ordnern gehen oder auch nach Markierungen. Gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, sich den Export dann zurechtzulegen. Ein Tipp ist von uns auch immer, die Tickets, die am Monatsende in den Papierkorb kommen, die werden nicht berechnet. Bei Afterbuy ist so, Sie haben 100 Tickets kostenfrei, dann bis zu 3.000 Tickets kosten 14 Euro im Monat und jede weitere 1.000 Tickets werden mit 3 Euro berechnet. Wenn Sie jetzt nicht jedes Ticket brauchen und ich sage jetzt mal im Regelfall 90% der Anfragen, wo bleibt meine Ware oder ich habe noch keine Zahlungseinstellung bekommen oder kann ich auch den Artikel per PayPal bezahlen, die kann man natürlich auch in den Papierkorb schieben. Warum sollen Sie die berechnet bekommen? Also können wir da nur empfehlen, so viel wie es geht in den Papierkorb zu verschieben, dann können Sie das Ganze auch sehr kostengünstig halten und ja, wie gesagt, haben dann auch nicht das Nachrichtensystem total überfüllt. Hier haben wir dann den Papierkorb, ganz einfach, können Sie leeren und dann sind die Tickets raus und wie gesagt, die gehen dann auch nicht mit in die Berechnung rein. Wir kommen jetzt hier zu dem Punkt Verwaltung. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, wie wir das gerade schon gesehen haben, Textvorlagen anzulegen. Hier habe ich schon mal 3 Basistextvorlagen angelegt. Über die Notizblock-Funktion können Sie die Tickets, die Textvorlagen bearbeiten und hier über den Punkt Neue Vorlage anlegen, können Sie sich dann selber eine individuelle Vorlage festlegen. Geben der ganzen Sache einen Namen, können auch sagen, es soll nur für bestimmte Ordner angezeigt werden und geben dann hier Ihren Text ein. Des Weiteren haben wir auch hier eine Adressbuchfunktion. Wenn Sie zum Beispiel Kunden haben, die öfter bei Ihnen einkaufen oder Sie haben schon öfter Kontakt zu Kunden, dann können Sie hier die Adressen in einem Adressbuch festhalten und können dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Ticket geschrieben wird, ich springe mal ganz kurz hier oben wieder auf die E-Mail-Funktion. Und hier haben wir ein kleines Symbol, das ist dann das Symbol für das Adressbuch. Und wenn wir dann hier drauf drücken, sehen wir, wir haben da die Möglichkeit, dann direkt zu sagen, wir verschicken unser MSG-Ticket an diese Adresse. So, jetzt habe ich zweimal drauf gedrückt, jetzt bekommen die Musikfreunde hier zweimal Post von uns. Das wollen wir aber nicht, dann nehmen wir die wieder raus. Des Weiteren haben wir auch hier die Ordner. Das heißt also, Sie können natürlich so viele Ordner anlegen, wie das auch von Ihnen gewünscht ist. Wenn wir jetzt mal gucken, jeder Ordner, den wir anlegen, bekommt eine individuelle E-Mail-Adresse. Und das ist das Ganze auch mit der E-Mail-Weiterleitung, von der ich gerade gesprochen habe. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Yahoo-Account, einen Web-Account oder wo Sie auch immer Ihre E-Mails liegen haben und möchten, dass diese E-Mails auch zu Afterbuy kommen. Dann machen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach eine Weiterleitung, zum Beispiel an die info.afterbuysalesteam@msgafterbuy.de. Diese Tickets oder diese Anfragen werden zu Afterbuy weitergeleitet, werden als Ticket angelegt und dann landen die hier in dem Punkt E-Mails. Ja? Also die E-Mail-Nachrichten, wie gesagt, kommen über die Schnittstelle rein und diese E-Mails hier, das sind dann die, die über die Weiterleitung reinkommen. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz hier die Konfiguration angucken, haben wir auch die Möglichkeit, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt dem Kunden schreibe, der bekommt dann so eine komische lange Afterbuy-Adresse, der hat ja jetzt eigentlich zu meiner Yahoo-E-Mail geschrieben. Das können wir natürlich auch so machen, wenn wir dem Kunden antworten, dass wir diese Adresse maskieren und geben dann unsere Yahoo-Adresse an, zum Beispiel, dann würde das für den Käufer so aussehen, als wenn Sie auch von der Yahoo-Adresse zurückschreiben. Und dann haben Sie einen flüssigen Kreislauf, weil wenn der wieder antwortet, geht das an Ihren Yahoo-Account und Yahoo schickt das Ganze wieder weiter an unser System. Ja? Und so denkt der gar nicht, ach, was ist denn das für eine komische E-Mail-Adresse? Warum sollte ich das Ganze jetzt beantworten? Also damit bekommen wir das Ganze schön rund. So. Ordner, wie gesagt, werden auch ganz leicht angelegt. Sie drücken hier unten auf den Punkt Neuer Ordner anlegen, geben dem Ordner eine Bezeichnung.
zum Beispiel in dem Punkt die Schadenregulierung, gehen einfach unten auf Neu anlegen und schon sehen Sie, wäre das Ganze angelegt. Natürlich, auch wie Sie es von Afterbuy gewohnt sind, gibt es natürlich auch wieder ganz viele Möglichkeiten, das Ganze auch ein bisschen zu verfeinern. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, wenn von diesem Ordner eine Nachricht beantwortet wird, gibt es zum Beispiel auch eine bestimmte E-Mail-Signatur. Oder Sie möchten zum Beispiel, dass ein bestimmter Mitarbeiter dann auch diesem Ordner zugewiesen wird, dass der also direkt die Tickets bekommt. Sie können Prioritäten festlegen, wenn Sie mehrere Ordner haben, zum Beispiel welche Ordner dann wie angezeigt werden oder soll der Ordner versteckt werden. Als kleiner Tipp, nicht wundern, wenn Sie einen Ordner anlegen, den sehen Sie nicht sofort hier in der Ordnerübersicht, sondern es muss erstmal ein Ticket in dem Ordner drin liegen. Ja? Also nicht wundern, Sie geben jetzt Ihren Schadensregulierungsordner an, dann gucken Sie auf die Startseite, sehen den nicht, da muss erstmal ein Ticket drin liegen und dann wird der Ordner eingeblendet. Weiterhin haben wir den Regelmanager. Das ist wirklich ein ganz pfiffiges Tool, wenn wir bestimmte E-Mails zum Beispiel einfach auch ausfiltern wollen oder wenn wir sagen wollen, Afterbuy, bitte, wenn jetzt eine E-Mail kommt, dann verhalte dich doch bitte so und so. Ja, wir gehen einfach mal hier hin und sagen, wir möchten eine neue Regel anlegen. Dann können wir der Regel zum Beispiel eine Bezeichnung geben. In der Hinsicht sagen wir einfach mal Test. Jetzt haben wir verschiedenste Bedingungen, die wir einschalten können. Wir können zum Beispiel sagen, wenn die Nachricht von einer Person kommt, also von einer bestimmten E-Mail-Adresse, oder wenn bestimmte Wörter in einem Betreff vorkommen, oder wenn bestimmte Wörter im Text vorkommen, oder wenn die Nachricht von eBay kommt. Wir können das Ganze ja mal hier jetzt so einschalten, wenn die Nachricht von eBay kommt. Und dann können wir die gewünschte Aktion dann festlegen. Wir können also sagen, wenn jetzt die Nachricht von eBay kommt, gib die doch bitte in einen bestimmten Ordner oder weist die zum Beispiel einem bestimmten Mitarbeiter zu. Sagen wir mal, Sie haben jetzt zum Beispiel jemanden in der Firma, der arbeitet eBay ab oder jemand, der arbeitet Amazon ab, dann würde das natürlich dann immer auf den entsprechenden Mitarbeiter dann auch weitergegeben werden. Sie können auch eine Autoantwort versenden lassen, wenn also zum Beispiel jetzt eine E-Mail geschrieben wird. Oder Sie können auch einen Status zuweisen, dass zum Beispiel diese Nachrichten dann direkt erledigt sind. Ja, und da gibt es dann also wirklich, wir machen jetzt mal in unserem Beispiel, sagen wir einfach mal, wir möchten die dann in den Papierkorb schieben. Macht man natürlich nicht, weil wir wollen ja den eBay-Kunden antworten. Aber in dem Falle hätten wir jetzt einfach mal ganz schnell eine Regel erstellt. Und wenn wir dann in den Regelmanager gehen, sehen wir, haben wir das Ganze hier auch schon ganz schnell angelegt. Sie sehen hier, gibt es Prioritäten. Und diese Prioritäten können wir festlegen, welche Regel denn greifen soll. Weil es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel sagen, es soll gefiltert werden nach einem bestimmten Wort im Betreff oder in der E-Mail. Und wenn Sie jetzt sagen, mir ist es aber lieber, dass erstmal die Regel greift nach der E-Mail-Adresse, dann geben Sie die höhere Priorität ein und dann wird diese Regel auch erstmal bevorzugt. Des Weiteren können wir auch individuelle Markierungen festlegen. Das haben wir dann hier auf der Seite. Markierungen sind oder dienen dazu, das sind Filter, die Sie individuell auch anlegen können oder auch Tickets kennzeichnen können. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in die Übersicht von unseren E-Mails. Die Ordnerübersicht. Ich nehme jetzt mal unseren Info-Ordner. Und hier können wir also den Vorgang anhaken. Und hier haben wir dann auch nochmal, um das Ganze dann zu bearbeiten, verschiedenste Optionen. Wir haben hier auch erstmal den Punkt Markierung setzen, gehen auf Ausführen und dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, das ist ein Ticket, das ist ganz wichtig. Wir gehen auf Markierung setzen, der bekommt diese Färbung. Und das Schöne ist auch, wir können dann jederzeit nach unserer Markierung auch filtern. Ja, wenn ich sage, zeig mir doch mal bitte an die Tickets, die ich auf ganz wichtig gesetzt habe, gehe hier auf Ausführen, dann sehe ich auch alle meine so gekennzeichneten Tickets. Ganz kurz gehe ich hier nochmal ein. Sie haben natürlich auch in dieser Übersicht die Möglichkeit, zum Beispiel Vorgänge zu vereinen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel ganz oft Ihnen E-Mails schreibt, und das ist jetzt zum Beispiel ein Vorgang, der sich über längere Zeit gezogen hat, dann können Sie sagen, so, ich möchte jetzt diese Tickets zu einem Ticket zusammenfügen. Sie können auch die Tickets direkt erledigen, in den Papierkorb verschieben. Sie können auch sagen, ich möchte dieses Ticket ausdrucken. Also haben Sie hier in den Dropdown-Menü noch verschiedenste Optionen. Oder auch, wenn Sie mehrere Tickets haben, globale Optionen. Das ist so ähnlich wie die globalen Änderungen, die Sie halt auch aus dem eBay-Lister oder der Produktverwaltung kennen.
Und dann könnten Sie zum Beispiel für mehrere Tickets auf einmal sagen, ich möchte da einen bestimmten Bearbeiter setzen, ich möchte einen Ordner zuweisen, einen Status. Also wie wir gesagt von Afterbuy, man kann eine ganze Menge machen und man kann das Ganze auch wirklich so auf die eigenen Bedürfnisse runterbringen. Dann gibt es hier noch die Markierungsgruppen. Das ist einfach zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine Gruppe, zum Beispiel nette Käufer, und die bekommen natürlich von mir hier die Markierung ganz wichtig. Dann könnten Sie jetzt noch andere Markierungen machen, diese mit in die Gruppe packen. Und so könnten Sie das Ganze auch für Ihre Übersicht ein bisschen gruppieren, so ein bisschen anzeigen und könnten das Ganze dann also da auch noch wirklich in so Markierungsgruppen bringen. Weiterhin haben wir hier die Benutzer. Wir haben also die Möglichkeit, in Afterbuy verschiedenste Benutzer anzulegen, die mit dem System arbeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier auf den Punkt neuer Benutzer gehen, haben wir hier erstmal die Basisdaten, die wir angeben können. Wir können also den Namen, Vornamen angeben. Wichtig ist natürlich hier auch der Login-Name und das Passwort. Das heißt, das ist auch wirklich immer der individuelle Zugang, den der Kunde dann bekommt, um sich dann auch in das Message-System einzuloggen. Dann kann man das Ganze auch schön mit dem Afterbuy-Benutzer verknüpfen, der auch schon im Afterbuy-Account angelegt ist. Ja, in dem Fall habe ich jetzt natürlich leider hier keinen, aber Sie müssen sich natürlich nicht jedes Mal in das MSG mit Ihren Nutzerdaten einloggen. Das heißt zum Beispiel in Afterbuy, ich gehe mal ganz kurz in den Account, haben wir ja hier die Möglichkeit, unter den Einstellungen die Benutzer anzulegen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zum Beispiel ein Lager, der soll zum Beispiel Produkte packen, oder ich habe jemanden, der bei mir die Artikel einstellt, dann können wir ja Nutzer anlegen mit besonderen Rechten. Und die haben dann ihr eigenes Login. Schau mal kurz, ob ich da einen habe. Genau. Die haben ihr eigenes Login, ihr eigenes Passwort. Und wenn wir das jetzt verknüpfen mit dem Benutzer aus dem Message-System, dann ist das so, dass ich hier einfach wieder über Tools gehen kann oder über unsere Ansicht und muss mich dann auch nicht jedes Mal einloggen, sondern ich komme als ein flüssiger Prozess dann auch in das MSG wieder rein. So. Wir haben auch hier natürlich die Möglichkeit, eine eigene Signatur zu hinterlegen. Wenn der Benutzer schreibt, dann können Sie die hier reinkopieren und dann würde natürlich bei jeder Antwort, die der Benutzer schreibt, auch die individuelle Signatur mit reingehen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, auch einen Autoresponder zu aktivieren. Sagen wir mal, der Kollege ist im Urlaub, möchte dann auch natürlich die Leute, die ihn anschreiben, informieren. Und dann können wir das hier festlegen und wir können dann hier auch unsere eigene Vorlage, zum Beispiel hier Betriebsurlaub, versenden und die würde dann auch automatisiert rausgehen, wenn dann eine E-Mail an den Benutzer geschrieben wird. Hier haben wir dann auch nochmal, dass wir alle Benutzer auf einer Seite haben, dass wir dann auch nochmal reingehen können oder die Benutzer rauslöschen können. Sie sehen, also ich hier selber bin der Administrator und könnte dann jederzeit hier die Zugänge von den Mitarbeitern rausnehmen und habe hier nochmal eine Übersicht, wer arbeitet denn mit meinem System und welche Rechte haben die ganzen Leute. Die Rechte können wir auch natürlich wieder ganz ausgeklügelt einstellen. Was darf denn jemand mit meinem Message-System überhaupt alles machen? Wir gehen jetzt mal hier auf den Punkt Berechtigung. Und ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal den Benutzer, wähle jetzt zum Beispiel mich wieder hier aus. Und dann sehe ich zum Beispiel, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass ich in der Ordnerübersicht nur Tickets lesen darf oder dass ich die auch löschen darf, beziehungsweise ob ich auch einen Vollzugriff bekomme. Und dann kann man das hier ganz genau einstellen, was darf ich denn, was darf ich nicht. Und in der Regel sollte man Vollzugriff geben, wenn also jemand alles machen darf. Wenn Sie aber sagen, nee, ich möchte einfach, dass die Leute einfach nur hier lesen und schreiben, das heißt, Entschuldigung, im Kundensupport die Tickets bearbeiten, aber ich möchte nicht, dass sie gelöscht werden, damit Sie einfach auch nochmal ein Auge drauf halten können, dann können Sie natürlich hier lesen und schreiben mit hinzugeben. Hier unten können Sie auch Ordner freigeben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Kollege nur im eBay-Ordner unterwegs sein darf oder im Info-Ordner, dann kann man das auch festlegen. Sagen wir mal so, wenn Sie sagen, so derjenige, der jetzt die eBay-Anfragen beantwortet, soll vielleicht später nicht die Anfragen von Amazon sehen, dann kann man das hier auch individuell einstellen. Das Ganze geht natürlich nicht nur für Benutzer. Man kann das Ganze auf Ordner festlegen. Und man kann also auf Seiten das Ganze festlegen. Und ja, wie gesagt, da kann man sich mal einfach mal so ein bisschen mit beschäftigen, sich mal angucken. In der Regel, sage ich mal, würde es auch komplett ausreichen, ein Benutzer und dass der Benutzer dann seine entsprechenden Rechte bekommt.
Dann würden wir zu den Grund... Ach ja, Moment, bevor ich das vergesse. Ich gehe nochmal auf Benutzer anzeigen und bearbeiten. Und zwar ist es ja so, jetzt müssen wir mal schauen, genau. Afterbuy, oder was Sie jetzt sehen, ist ja unser neues Design in dem Schwarz-Weiß-Design. Früher hatten wir ein gelbes Design und wenn Sie jetzt dem Ganzen noch ein bisschen hinterher trauern, haben Sie natürlich die Möglichkeit auch zu sagen, ach ja, ich möchte das Ganze wieder hier im klassischen Design sehen. Das heißt, dieses Theming, da können Sie festlegen, möchten Sie das neue Afterbuy-Design haben oder möchten Sie das alte Design haben oder möchten Sie hier so eine Art Hybrid haben, der also ein bisschen was von beiden beinhaltet. Das ist also ganz nach eigenem Geschmack, was Sie sich da einstellen. Auf jeden Fall finden Sie das im Benutzer. Und dann hier unter dem Punkt Theming. Und da haben Sie die Möglichkeit, wenn Ihnen jetzt das neue Design nicht gefallen sollte, dann können Sie auch das klassische Design wieder einstellen. So, genau. Dann kommen wir hier zu dem Punkt Einstellungen. Die Grundeinstellungen. Da sind natürlich jetzt erstmal die Basiseinstellungen, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Hier haben wir auch den Benutzernamen, also vom Afterbuy-Account. Wir sehen es auch hier, ist auch der Afterbuy-Account-Name drin. Und damit das Ganze auch mit eBay so schön funktioniert und zusammenarbeitet, springe ich mal ganz kurz hier zu den eBay Notifications. Sie kennen das ja noch, wenn Sie sich damals in Afterbuy angemeldet haben, mussten Sie einen sogenannten eBay-Token holen. Der eBay-Token ist ja dafür da, dass die Schnittstellen miteinander Daten austauschen dürfen in beide Richtungen und die eBay Notifications arbeiten so ein bisschen in dieselbe Richtung. Wir gehen hier mal auf Status anzeigen und hier können wir die Schnittstelle aktivieren und festlegen, welche Nachrichten wir denn empfangen möchten. Also hier zum Beispiel Ask Seller Questions, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist dafür da, wenn jetzt der Kunde eine Anfrage hat oder wenn jetzt zum Beispiel zu Ihren Verkäufen Anfragen sind, dann können Sie das Ganze hier aktivieren. Und damit wird dann die Schnittstelle verbunden. Da ich jetzt keinen aktiven Account unter dem Namen habe, kommt hier oben die Fehlermeldung. Im Regelfall haben Sie natürlich hier drei grüne Häkchen drunter und damit können Sie die ganze eBay-Kommunikation dann auch über das E-Mail-System empfangen. So. Ja, also hier auch, wie gesagt, eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man auch mal in Ruhe durchgehen, mal gucken, was ist für einen wichtig, was ist nicht wichtig. Was möchte man machen oder möchte man vielleicht sogar hier hingehen und die Tickets über den eigenen Server versenden oder was soll passieren, wenn Tickets importiert werden, auf einen bestimmten Status gewechselt werden sollen, automatisiert. Wie gesagt, da kann ich einfach nur mal sagen, sollte man sich das mal in Ruhe angucken. Da gibt es also wirklich die verschiedensten Möglichkeiten, was man da alles noch einstellen kann. Das Wichtigste aber wären die eBay Notifications. Bitte dran denken, wenn Sie irgendwann mal mit dem System arbeiten, dass Sie hier auf Status anzeigen gehen und das Ganze aktivieren. Dann bekommen Sie auch nur die eBay Nachrichten rein. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Ticketstatus abzuändern, beziehungsweise jeder Ticketstatus hat eine bestimmte Farbe, wie wir hier auf der rechten Seite unter dem Punkt Darstellungen sehen. Sie können, wenn Sie hier zum Beispiel ein neues, neuen Status anlegen, können Sie also wirklich die Farbe hier auswechseln oder wenn Sie sagen, mir reichen aber jetzt nicht offen, wieder öffnet, wartend, erledigt oder neu, ich möchte also noch einen eigenen Status anlegen, dann gehen Sie hier auf neuen Datensatz anlegen und können dann also auch einen eigenen Status festlegen. Machen wir mal hier ganz kurz wieder unseren Test. Hier hinten haben wir dann ein Farbsymbol, da können wir dann also für unseren Status eine entsprechende Farbe aussuchen, gehen auf Neu anlegen und schon sehen Sie, haben wir hier den Status Test. Ja, und dann finden wir den auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder in ein E-Mail-Ticket reingehen und wir gucken unter dem Punkt Status, sollten wir hier natürlich den Test eigentlich auch mit drin haben. Da müssen wir nochmal eben schon gucken, ob ich da was vergessen habe. So. Wahrscheinlich habe ich den noch nicht aktiviert. Ja, genau, habe ich vergessen zu aktivieren. So, jetzt aber sollte der dann gleich angezeigt werden. Jawohl, alles klar, habe schon gleich angefangen zu schwitzen, aber jetzt ist er da. Okay, dann, wie gesagt, können wir auch Statusgruppen anlegen, so ähnlich wie jetzt auch bei den Markierungen. Und wir haben dann auch hier Ordnerlisten. Da können wir zum Beispiel so die Afterbuy-Ordnerliste mit anzeigen lassen. Da kommen wir dann wieder in unser Hauptmenü rein.
Dann eine wirklich sehr interessante Funktion und die kann ich Ihnen auch dann nur ans Herz legen, ist bei uns die Account-Statistik. Ich öffne dir mal die Account-Statistik und hier haben wir wirklich eine sehr gute Übersicht über die Dinge, die in unserem Account oder in unserem E-Mail-System los sind. Und zwar sehen wir haben zwei neue Tickets. Wir sehen, wir haben ein Ticket von eBay, wir haben ein Ticket an die Info-Adresse. Dann sagt er uns auch noch, wie viel Prozent das Ganze ausmacht. Ja? Wenn Sie natürlich mehrere Ordner haben oder Sie haben wirklich mal später tausende Nachrichten drin. Das Gute ist, Sie können auf einen Schlag hier auch genau sehen, wie viel muss ich denn überhaupt noch bearbeiten? Wie viele Anfragen kommen von eBay rein? Wie viele kommen von Amazon rein? Muss ich da vielleicht wirklich noch jemanden hinsetzen, der damit Support macht? Also man kann das ganz gut auswerten, was kommt von welcher Plattform rein und wo werden die meisten Fragen gestellt? Also auch ein sehr gutes Tool, um da so ein bisschen Analyse zu betreiben. Dann natürlich auch interessant für die Abrechnung. Wie viele Tickets habe ich denn überhaupt? Ich habe ja jetzt zwei Tickets in den Papierkorb geschoben. Das heißt, aktiv haben wir noch die eBay und die Infoanfrage hier liegen und deswegen haben wir hier zwei Tickets drin. Wir sehen, dass momentan null unberechnet sind. Das wäre natürlich, wir sind jetzt noch unter 100, das heißt, da fallen ja die Kosten nicht an. Wenn wir dann drüber gehen würden, würden Sie natürlich hier sehen, wie viele Tickets würden denn jeden Monat berechnet werden. Und das ist auch immer ganz gut, da erleben Sie dann am Monatsende keine böse Überraschung, sondern Sie gehen einfach nach unten, gucken sich das an und dann wissen Sie ganz genau, okay, alles klar, wir haben jetzt hier zum Beispiel 2000 Tickets, wir bezahlen 14 Euro im Monat und dann wissen Sie halt immer ganz genau, eigentlich so transparent wie Afterbuy ja in allen Dingen ist, was muss ich da bezahlen? Hier unten sogar auch noch der Rechnungsbetrag. Hier unten können Sie dann auf Konto drücken und kommen dann auch direkt hier in die Übersicht. Da natürlich auch, weil ich ja gerade von Transparenz gesprochen habe, hier wird natürlich, wie Sie es kennen, in Afterbuy jede Position aufgeführt. Sie können also immer ganz genau nachvollziehen, was muss ich denn bezahlen, wie sind meine aktuellen Kosten in diesem Monat und das sehen Sie dann hier auch. Ne? Und Sie haben dann auch hier nochmal als kleiner Tipp, die Monatsrechnungen auch können Sie aufrufen und können sich das dann zum Beispiel auch als PDF runterladen. Da ich in dem Luxus bin, hier zu arbeiten, kriege ich diesen Monat keine Rechnung und ansonsten hätten Sie hier Ihre PDF-Rechnungen und könnten Sie die direkt runterladen. So. Ja, das sind also die Grundfunktionen unseres E-Mail-Systems. Wenn man das dann wirklich schön zentral einarbeitet, hat man dann zentral auch die Abarbeitung der Tickets und kann das Ganze organisieren und hat das Ganze dann natürlich auch schön. Sie müssen dann nicht immer zu eBay gehen, Sie müssen nicht immer zu Amazon gehen, Sie müssen sich nicht in Ihren E-Mail-Account einloggen, sondern Sie können es zentral verwalten, zentral einstellen. Und ich finde es eigentlich auch ganz toll, weil ich ja selber, wir haben ja im E-Mail-Support damals auch damit gearbeitet oder arbeiten ja immer noch damit. Und das ist natürlich das Tolle, sagen wir mal, die Anfrage kommt rein. Und man kennt jetzt die Antwort nicht genau, fragt den Kollegen kurz was nach, der gibt einem die Antwort zurück. Also auch die Kommunikation untereinander ist da ganz hervorragend. Und natürlich auch, dass Sie immer schnell Ihren eBay-Käufern antworten können. Ja, Sie gehen in die Kaufübersicht rein, Sie sehen, da ist die Nachricht. Zack, können Sie die beantworten. Das ist also auf jeden Fall, finde ich, ein ganz großer Vorteil von dem System. Und das Ganze natürlich auch sehr schön strukturiert und übersichtlich gehalten. Ja. Das wären eigentlich so die Grundfunktionen, die wir hier vorstellen wollten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne im Chat noch dem Herrn Strauß die Fragen weiterstellen. Gerne. Höre gerade ein gerne, gerne. Also er ist auch noch ganz motiviert dabei. Ich wäre jetzt erstmal so für meinen Teil durch, würde Ihnen aber ganz gerne noch kurz was ans Herz legen. Und zwar wenn wir manchmal ganz kurz hier auf unsere Webinare gehen. Also erstmal möchte ich Ihnen empfehlen, regelmäßig in unsere Webinare reinzuschauen, weil wir sehr gerne für unsere Kunden natürlich die Sachen aus Afterbuy, die Tools aus Afterbuy vorstellen. Und wir möchten Ihnen natürlich auch ein bisschen mehr Einblick in unsere Software vermitteln. Und auch wenn Sie uns mal kennenlernen möchten, wir haben demnächst wieder Termine in Krefeld und in Berlin. Und das sind Tagesintensivkurse, wo Sie dann bei uns herzlich eingeladen sind. Da können Sie dann gerne mal hier auf die Seite draufgehen. Das heißt, Sie kriegen für 99 Euro ein Ticket. Da ist dann Essen und Trinken mit drin. Sie finden oder Sie lernen dann unseren Kursleiter kennen und haben auch die Möglichkeit, uns auch eins zu eins kennenzulernen, uns Fragen zu stellen. Und wenn Sie nach Krefeld kommen, dann sind Sie ja direkt bei der Via Online GmbH. Und da heißen wir Sie gerne herzlich willkommen jederzeit. Und dann haben Sie auch mal einen kleinen Einblick, wie sieht es denn bei Afterbuy aus? Welche Menschen sitzen da? Und wie gesagt, wir freuen uns dann auch
gerne über Ihren Besuch. Wenn Sie natürlich nicht ganz nach Krefeld wollen, weil Sie vielleicht irgendwie weiter weg wohnen, gerne natürlich auch die Termine in Berlin wahrnehmen. Wie gesagt, wir freuen uns über Ihren Besuch. Ja, ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle ausklinken. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Am Anfang war ich ein bisschen verhaspelt, wurde aber nachher ein bisschen besser, hoffe ich. Und ich konnte Ihnen auch einen guten Einblick in unser System zeigen und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder dabei sind und möchte Sie nochmal ganz herzlich grüßen aus Krefeld. Der Strauß und ich haben uns gefreut, dass Sie heute bei uns dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.